Und er ist der nächste gefeuerte Fußballtrainer an diesem Tag. Thomas Tuchel, bis vor wenigen Minuten noch Trainer beim FC Chelsea in der Premier League in England. Jetzt ist auch er raus. Tuchel hatte Chelsea vor anderthalb Jahren übernommen und dann sensationell zum Champions League-Triumph geführt. In dieser Saison ist das hochgehandelte Star-Team aber bislang vergleichsweise enttäuschend unterwegs gewesen. Aktuell rangiert der Londoner Club nur auf Rang 6. Und dazu jetzt hier bei uns im Studio, das zweite Mal jetzt schon innerhalb einer halben Stunde, Sportchef Walter M. Straten, grüße dich. Wenn wir das alles so verfolgen, was ist da momentan los? Was ist jetzt bei Thomas Tuchel passiert? Ja, also die Entlassung von Thomas Tuchel ist noch überraschender als bei Tedesco in Leipzig. Die Meldung hat uns vor 20 Minuten kalt erwischt, muss ich sagen. Der Saisonstart in der Premier League war bei Chelsea so mittelprächtig. Platz 6 derzeit, gestern 0:1 verloren in Zagreb in der Champions League. Aber nach allem, was man weiß, ist das gar nicht der Auslöser für die Entlassung von Tuchel. Was ist denn der Auslöser? Wir sind gespannt. Der Auslöser ist der, dass es beim FC Chelsea einen Besitzerwechsel gab. Roman Abramowitsch konnte ja und durfte wegen der Sanktionen gegen Russland nicht mehr den FC Chelsea behalten, musste ihn verkaufen. Ein amerikanisches Konsortium hat den Verein übernommen im Mai. Und die haben jetzt ihre 100 Tage abgewartet und sind wohl der Meinung, die Besitzer in Amerika, dass Tuchel nicht der Mann ist, der den Verein weiterentwickeln kann, zu neuen Höhenflügen führen kann. Und das heißt, dass die Entlassung völlig unabhängig von dem Ergebnis gestern Abend in Zagreb gelaufen ist. Das hat ihm vielleicht noch in die Hände gespielt, aber sie wäre so oder so gekommen. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem FC Chelsea? Naja, Tedesco wäre jetzt frei. Aber ich glaube nicht, dass das der Plan von Chelsea ist. Das ist jetzt schwer zu sagen, wen Chelsea hat. Ich nehme an, dass der amerikanische Besitzer oder das Konsortium eine glamouröse Lösung sucht. Ich weiß nicht, wen sie da jetzt kriegen. Die Top-Trainer sind derzeit alle unter Vertrag. Und Pep Guardiola oder Jürgen Klopp wird man nicht zu Chelsea kriegen können aus laufenden Verträgen. Aber ich bin sicher, es wird kein Deutscher mehr sein, da gibt es glaube ich auch. Und es wird eine Lösung sein, die uns vielleicht staunen lässt, weil man will natürlich auch ein bisschen Glamour-Effekt nach London in die Stamford Bridge bringen. Sind wir sehr gespannt, ob der Glamour-Effekt nach London kommt. Jetzt könnte ja auch Thomas Tuchel nach Leipzig kommen. Richtig. Wir haben ja vorhin von Marco Rose gesprochen, der tatsächlich der Favorit ist. Aber jetzt werden die Karten ja völlig neu gemischt. Das Trainerkarussell, das dreht sich. Herzlichen Dank. Ich komme bald wieder. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sehen wir uns ja gleich. Vielleicht sehen wir uns heute nochmal. Heute schon gleich zum dritten Mal dann wieder. Walter M. Straten, unser Bild-Sportchef, danke dir.